NDR 2 präsentiert. Frise 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Katrin aus Schwanewede schreibt, dass sie kurz vor Muttertag immer noch auf die Gutscheineinlösung vom letzten Jahr wartet und sauer ist. Ja, Katrin, das ist für unsere Kleinen natürlich zu verlockend. Ups, schon wieder Muttertag. Schnell was kritzeln, Marienkäfer draufgeklebt und ab dafür. Mittags macht Mutti Cordon Bleu. Oh, macht sie das? Als Beispiel. Also, Katrin, müssen wir die kleinen Biester mit ihren eigenen Waffen schlagen. Allein wenn ich nur Weihnachten und Geburtstag nehme, dann habe ich hier ein ganz interessantes Portfolio. Und da greife ich erst drauf zurück, wenn ich wirklich mal drauf angewiesen bin. Wie meinst du das? Ja, wenn Omilein mit 90 Jahren gebrechlich auf ihrem Motorbett liegt und du als Präsident des Taxifahrergewerbes auf Geschäftsreise in Hongkong bist, dann kann das sein, dass dein Telefon klingelt von wegen: Komm nach Hause, einmal Füße kneten, hab einen Gutschein. Also so haben wir ja nicht gewettet. Nee, es sammelt sich ja was an. Warte. 11-mal habe ich Auto waschen, das erste Mal Weihnachten 2009. Frühstück ans Bett, 1, 2, 3, 6-mal. Staubsaugen 5-mal, also für jeweils 5-mal Staubsaugen. Huh? 3 Kugeln Eis habe ich hier noch. Allein Füße kneten in 2013. Dann habe ich es noch offen für 2015. Denn 2016? Ach nee, das hatte ich mit deiner Mutter getauscht. Nee, Svenny, du musst Carola die Füße kneten. Mama! Das hatte ich verdient, als wir essen wollten. Ja. Und ich hatte nicht genug Geld dabei. Also, ihr wollt mich wohl verarschen? Das kannst du doch so nicht sagen. Nein. Ja. Omi macht nur Spaß. So, Ladies, genießt das Leben.